Kann ich hier auch Dinge machen? Nee. Wir sollten jetzt wirklich zur Verteidigung gegen die dunklen Künste gehen. Ja, Mensch, ich bin doch auf dem Weg dahin. Mehr nicht. Hast du sie? Ich fasse es nicht, dass sie in unserem Zack ja keine Zauber mit uns übt. Darüber zerbrichst du dir den Kopf? Dass ein Lehrer mich Lügner genannt hat, ist dir wohl völlig egal. Ja, echt mal. Fragen wir doch mal Fred und George. Wie geht's denn so? Alles klar. Mann, guckt nicht. Lasst mich hier. Ich lass mich auf dem Tisch stehen, das ist ganz normal. Hör auf. Alles im Lack. Mann, ist doch normal, dass man das macht. Gehst du nie? Das ist geil. Ich finde das voll witzig. Oh nee. Oh, ist das scheiße. Ja, ich wollte mal gucken, genau, ob ich von hier vielleicht... Ey, ich verletze hier alle. Meinst du, Potter hat recht mit dem, was er über ihn, dessen Name nicht genannt werden darf, sagt? Ich ja. Habe viel über ihn gelesen. So böse war der gar nicht. Ja, na klar. Ist genauso, als wenn man sagen würde, ja, Hitler, der war ja gar nicht so schlimm. Oder Putin, der ist ja nicht schlimm. Ne? Ist doch genau dasselbe. Oh, was es ist denn? Es wird aber auch Zeit, dass jemand mal die Lehrer unter die Lupe nimmt. Manche sind absolute Nieten. McGonagall und Hagrid zum Beispiel. Ey! Hör auf, über McGonny zu lästern. Das ist die Beste. Geh und spiel mit den Schlammblütern. Oh, ich dachte gerade, der sagt, geh und spiel mit den Schlampen. ja. Ich glaube, du bist verrückt. Wenn du so weitermachst, wirst du noch genauso irre wie Harry Potter. Ey, hör auf, mal nicht zu lästern. Ich höre das. Wingardium Leviosa! Achtung, Bank! Sorry! Achtung! Entschuldigung! Ach, scheiße! Sorry! Ach, Hermine, du stehst da im Weg. Weg da. Geh weg. Ja. Entschuldigung, Hermine. Dies tut mir leid. Aber warum stehst du denn da auch? So. Stell das da mal jetzt vernünftig hin. Entschuldigung. Kann ich Ihre Abkürzung benutzen? Ah, nein! Du musst mit mir sprechen, wenn du die Abkürzung benutzen möchtest! Du meinst, er muss mit mir sprechen? Ihr erzählt beide Blödsinn! Kann ich nicht mit Ihnen allen sprechen? Das kannst du schon! Aber das wird dir nicht viel bringen! Wenn du mich findest, lasse ich dich rein! Ich soll sie suchen? Okay. Was hat der denn für Probleme, ey? Multiple Persönlichkeitsstörung oder was? Warum besuchst du mich nicht nochmal hier drin, Harry? Weil ich das nicht möchte, Myrte. So. Also wirklich. Seit einer Woche läuft Richterin Barbara Salisch wieder. Mega Powertrank? Wofür braucht Zacharias den bloß? Ist doch egal. Gehen wir zum Krankenflügel, holen ihn und fertig. Hier müsste irgendwo entsprechender Wasserspeier sein. Ja, Mann, haltet doch einfach mal eure Fresse. Ich erzähl hier gerade was. Es geht um Barbara Salisch, das ist wichtig. So, das ist Flitwick, genau. Und sei bitte dann nett zu Zacharias, wenn wir jetzt in die Bibliothek zurückgehen, Ron. Ja, genau. Sei mal ein bisschen netter. Das macht doch auch überhaupt gar keinen Sinn. Wer macht denn hier eine Treppe hin, damit man dann hier ist? Das Bild. Hier, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Hier, was soll denn das? Das ist ja schon sehr merkwürdig. Jetzt. Ah.
Manchmal nervt's auch, aber... Oh. Hermine. Entschuldigung. Hier, das ist der Typ mit den Wasserspeiern. Ja, aber woher weiß ich das denn? Soll ich jetzt hier in ganz Hogwarts gucken oder was? Einen habe ich, glaube ich, gefunden. Und die Wasserspeier, die müssten ja eigentlich auf dem Dach sein. Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Ja! Mann! Hermine! Ey, da denke ich doch gerade drüber nach, du Olle. Okay, Leute. Vergiss nicht, Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu... Halt doch mal jetzt den Rand. Warum weißen Halsdecke? Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Hermine! Ey, sagt die das jetzt die ganze Zeit, oder was? Vergiss nicht, Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Oh, nee. Ich weiß halt... Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Kann man denn so nervig sein? Ich würde die am liebsten abschalten, ganz ehrlich. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Oh, Hermine, ey. So, ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas Neues? Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Oh, nee, Hermine. Weißt du, ich mach aus Langeweile, laufe ich jetzt hier rum. Vergiss nicht, Professor Binz hat uns aufgegeben, alle Wasserspeier zu finden. Hermine, wenn ich das jetzt noch einmal höre. Ja. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts ja, sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Mensch, Hermine, wie oft willst du das denn noch sagen? Die geringste Chance. Der Tagesprophet sollte verboten werden. Ich werde meiner Mom erzählen, wie cool du bist. Danke, es ist sehr freundlich von dir. Mann, Hermine, ey, wird die da abgestochen oder was ist mit der? Mann, guck nach vorne, wenn du läufst. Oh, furchtbar. Hast du mal wieder Schwierigkeiten mit Professor Snape, Harry? Ich habe gehört, er hat euch einen Aufsatz über die Eigenschaften von Mondstein aufgegeben. Keine Sorge, in der Bibliothek findest du alle Informationen, die du brauchst. Mondstein. Man kann damit Pummeluff und Pipi kann man damit entwickeln. Warum hören die nicht mal auf damit? Bei Pokémon. Herzlich willkommen zurück zu Harry Potter. Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Genau, das wollte ich euch mal fragen, ob ihr die immer noch sucht, die Wasserspeier. Weil mir geht dieses Gesülze so dermaßen auf die Nerven und... Vergiss nicht, Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Es geht mir so auf die Nerven mit ihrem Scheißgequatsche. So, also ich glaube, Vergiss die letzte... Vergiss nicht, Professor Binz hat uns aufgegeben, alle sprechenden Wasserspeier zu finden. Snape waren wir schon, da haben wir auch... Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Bestnote bestanden! Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Hier müsste irgendwo ein sprechender Wasserspeier sein. Alter, diese Frau. Ich jetzt auf Suchst den du auch immer noch Glockenturm gehe. Wir haben gleich Professor Snape da, oder? Dann... Ich war hier schon ein paar Mal, das weiß ich. Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Ja, Hermine, ich suche sie immer noch. Und jetzt ist endlich vorbei. Oh, jetzt ist endlich Schluss. Denn hier ist der letzte Wasserspeier. Und jetzt hältst du endlich deine verdammte Fresse. Entschuldigung. Oh, diese Ruhe. Diese Ruhe ist herrlich. Oh, hört ihr das? Da kommt einfach kein... Suchst du auch immer noch die Wasserspeier? Vergiss nicht, Dr. Binz hat uns aufgegeben, die Wasserspeier zu finden. Hier muss irgendwo ein Wasserspeier sein. Oh, Alter. Bevor du gehst, schau noch mal bei deinen Freunden vorbei. Sag Arthur Bescheid, wenn du gehen möchtest.
Oh, meine Freunde sind mir doch egal. So. Ah, da ist Ron und Termine, die olle Schnatterliese. Ich frag mich, ob wir noch die Gelegenheit haben, da in der Eulerei das wegzubrennen, wo man ja 4 Leute braucht. Musst du nicht zu Snapes Büro? Oh, jetzt geht das schon wieder los. Oh nee, ey. Jetzt die ganze Zeit. Nicht zu Snapes Büro? Oh ja! Hier! Expelliarmus! Sterben! Alle! Alle vernichten! Woo. Hier, du fettes Schwein! Ey, genau. Was du Zwerg? Trimagischer Trott. Warum sind sie so gemein? Ach man, Hermine. Sei doch nicht immer wie so eine Mutti. Ja, ich überlege halt gerade, ne? Vielleicht setze ich den mal dahin. Ey, du blöde Kuh. Hä, warum hat der das gemacht? Guck mal, jetzt habe ich die Dame geschlagen. Wie blöd kann man denn sein? Schachmatt. Yay! Woo! Ah, geil! Richtig am Ausrasten. Cool. Ich wünschte, ich wäre so gut im Zaubererschach wie du. Yeah! Woo! Hör mich nicht! Wehtun! Lass mich los, du Vieh! Alter, ist das hart. Lasst mich los, ihr Biester! Das war die Oma wegschmeißen, ich bin Dolores, ey. Jane Umbridge! Ist alles in Ordnung, Harry? Ich überlege gerade. Ja, nee, ist mein Onkel so gestorben, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Doch dafür haben wir etwas, das Voldemort nicht hat. Ey, spinnst du? Ich feg hier. Jetzt alle in die Kamera, bitte. Hermine! Oh. Harry? Hi. Hermine, stell dich jetzt hier hin. Kommst du jetzt? Wo ist die? Ich krieg das nicht hin, dass ich die hier zu dritt habe.